Ich habe da nur ein paar Dinge, wo, okay, das kennen wir Frontal 21, da mehrere Beiträge aus Sendungen mit Lebensversicherung als legaler Betrug, das hat ja der BGH irgendwann mal gesagt, darf man behaupten im Rahmen der Meinungsfreiheit. Die Financial Times von Ende 2011, Liquiditätsprobleme, Krise bringt erste Versicherer in schwere See. Am 13.03.2000, letztes Jahr vor einem Jahr, Munich Re zweifelt am Modell der Lebensversicherung in der Financial Times. FAZ am 7.03., wie Lebensversicherer ihre Leistungen frisieren, war ganz ein langer Artikel, ich habe ihn spannend gefunden. Eine Aussage war, im Durchschnitt, die haben über 50 Versicherer untersucht, dauert es 14,5 bis 20 Jahre, bis eingezahlte Kapital vorhanden sind. Also wenn einer jetzt in eine Versicherung einzahlt, dauert es erst einmal knapp 15 bis 20 Jahre, wenn er 100 Euro einzahlt, bis die 100 Euro da wieder drin sind. Gibt es übrigens auch ARD-Plus-Minus-Berichte, die Anlagequoten im Prinzip ausgerechnet haben von Versicherern, die selbst in dem ARD-Plus-Minus-Bericht, glaube ich, bei Allianz nur bei 69% liegen. Viele auch schlechtere Renditen als in dem Beispielsfall, das damals gesagt worden ist. Ist auch eine Sendung, die im Internet, in YouTube öfter verlinkt ist. Und das sind natürlich schon Dinge, wo man sich Gedanken machen. Und auf der anderen Seite kommt jetzt immer das Thema Betriebsrente als Rezept gegen Armut, also wo das wichtiger ist. Versicherer hat auch wieder Studien mit der FAZ in Auftrag gegeben, was Mitarbeiterbindung, also wie wichtig das Mitarbeiterbindung überhaupt ist, wie die BAV beiträgt. Und hat man gesagt, na okay, BAV ist schon wichtig, ist ja auch wichtig. Und im Handelsblatt war da ein interessanter Artikel drin, dass man gesagt, die früheren Formen würden eigentlich reichen, aber die sind für kleinere Unternehmen nicht administrierbar. Wir haben hier viele Konzerne, wir haben hier viele große Unternehmen, aber die meisten Unternehmen, die wir betreuen, sind kleinere Unternehmen. Das ist der typische KMU, das ist der typische Mittelstand. Das sind 10, 20, 50, 80 Mann Unternehmen, die Palette. Da liegt wirklich der Groß- und der Löwenanteil ganz Pareto-mäßig nach Unternehmensstückzahlen bei uns auch drin.